I heard them say, major malfunction. And then the person beside me said, it's exploded. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch 13 der schockierendsten Dinge, die jemals live im Fernsehen zu sehen waren. But this time, one fan went too far and for it he paid the ultimate price. Die Hillsborough-Katastrophe. And welcome to Hillsborough, the sun has come out to greet you. Live-Sportereignisse können durchaus in einer Katastrophe enden und für Millionen von Zuschauern tödlich enden. Am 15. April 1989 spielten Liverpool und Nottingham Forest im FA Cup-Halbfinale gegeneinander. Den Liverpooler Fans wurde nur ein einziger Zugang zum Stadion gewährt, was zu einem schweren Engpass führte. Die erdrückende Überfüllung führte schließlich zu einem tödlichen Gedränge, da Tausende von Zuschauern im eingezäunten Stehplatzbereich eingeschlossen waren. The influx of fans caused severe crushing in the two pens. Über 90 Menschen starben und fast 800 wurden verletzt. Drei weitere Opfer erlagen im Laufe der Jahre ihren Verletzungen, sodass sich die Zahl der Todesopfer auf 97 erhöhte. Die Tragödie wurde zunächst dem Hooliganismus zugeschrieben, doch spätere Untersuchungen ergaben, dass die Konstruktion des Stadions und die Nachlässigkeit der Polizei dafür verantwortlich waren. The extent to which tragedy has touched the game throughout the whole country and beyond these shores is apparent. Erdbeben im Indischen Ozean 2004. Am 26. Dezember 2004 schalteten die Nachrichtensender weltweit nach Südostasien ein, um über den sogenannten Boxing Day Tsunami zu berichten. Das stärkste Erdbeben in der Geschichte Asiens ereignete sich vor der Küste von Sumatra und löste einen gewaltigen Tsunami aus, der bis zu 30 Meter hoch war. Over the next few hours, the tsunami would crash over coastlines from Southeast Asia to East Africa. Diese Tsunamis stürzten auf die umliegenden Küstengebiete und töteten über 220.000 Menschen. Die Zuschauer, die von zu Hause aus zuschauten, bekamen verheerende Bilder der Tragödie zu sehen. Ganze Dörfer wurden zerstört und mit Wasser überflutet. It was a big biblical, almost like a CGI event from a film. Die Bilder halfen auch bei der humanitären Hilfe, denn Länder aus aller Welt sammelten 14 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau. On the first anniversary, ceremonies were held across the region. Unruhen in Los Angeles 1992. Fast eine Woche lang stand Los Angeles im Frühjahr 1992 in Flammen und alle Nachrichtensender waren vor Ort, um das Geschehen festzuhalten. This thing is swelling as the minutes go by. Die Unruhen begannen, nachdem die vier Polizeibeamten, die angeklagt waren, Rodney King verprügelt zu haben, freigesprochen worden waren und hielten sechs Tage lang unvermindert an, was zu 63 Toten, Tausenden von Verletzten und einem Sachschaden von über 1 Milliarde Dollar führte. Die Massenmedien berichteten ausführlich über die Unruhen und berichteten von Vandalismus, Zerstörung und vorsätzlicher Körperverletzung. We are hearing loud noises. I don't know what they are. Dazu gehört auch der Angriff auf den LKW-Fahrer Reginald Denny, der aus seinem Fahrzeug gezerrt und vor den Augen von live berichtenden Hubschraubern fast zu Tode geprügelt wurde. I remember the events of that day, like it was yesterday. It just does not go away. Waco. Am 28. Februar 1993 versuchten Agenten des Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms einen Haftbefehl gegen die Branch Davidians zuzustellen, eine Sekte, die von dem Mount Carmel Center im ländlichen Texas aus operierte. Es kam zu einer Schießerei, bei der 10 Menschen starben. Huge numbers of Americans watched this play out on their television sets and the ending was incredibly horrifying. Diese Schießerei war der Auslöser für die Belagerung von Waco, bei der das FBI fast 2 Monate lang vor dem Mount Carmel stationiert war, während die Davidians im Haus blieben. Die Belagerung endete am 19. April in einer Tragödie, als ein großes Feuer den Komplex niederbrannte und über 70 Menschen tötete. Winds fanned the flames and reduced the entire property to ash within an hour. Bis heute werden die Ereignisse von Waco heftig diskutiert, wobei beide Parteien für das Feuer verantwortlich gemacht werden. Unabhängig davon war es eine Mediensensation, die der amerikanischen Regierung eine enorme Kontroverse bescherte. This is not an assault. We are not entering the building. Geiselnahme von Manila. Der philippinische Polizeibeamte Rolando Mendoza wurde 2009 entlassen. Ein Jahr später, am 23. August 2010, unternahm Mendoza einen tragisch missglückten Versuch, seinen Job zurückzubekommen. A tourist bus is accosted by a man who at first makes out to be a policeman. Er plante, einen Bus zu entführen und so lange die Stellung zu halten, bis er die Möglichkeit hatte, sich vor Gericht zu verteidigen. Die Krise dauerte Stunden und die Verhandlungen zwischen Mendoza und der Polizei wurden live im Fernsehen übertragen. Doch dann überquerte Mendozas Bruder Gregorio illegal die Sperrzone, um mit Rolando zu sprechen, was zu seiner Verhaftung führte. Aus Wut über die Verhaftung seines Bruders, die er durch die Live-Berichterstattung im Bus miterlebte, begann Mendoza mit der Hinrichtung von Geiseln. 9 Menschen wurden getötet, darunter Mendoza, der schließlich von einem Scharfschützen erschossen wurde. Pwede naman siguro, ewan ko kung paano ma-block yung para siya sa kanyang sa TV niya. Münchner Olympia-Attentat.
Nach Angaben der CBC war das Massaker von München das erste Mal, dass ein terroristischer Akt live im Fernsehen übertragen wurde. 900 Millionen Menschen verfolgten die Ereignisse. Es begann am 5. September 1972, als eine militante Organisation namens Schwarzer September die Olympischen Sommerspiele überfiel und die israelische Mannschaft ins Visier nahm. Zwei Menschen wurden bei dem Überfall sofort getötet und 9 weitere als Geisel genommen, wobei der Schwarze September die Freilassung palästinensischer Gefangener forderte. Doch wie die Krise in Manila endete auch diese in einer Katastrophe. In Israel, the reaction to the massacre was one of horrified disbelief. Nach einem gescheiterten Rettungsversuch durch die westdeutsche Polizei wurden alle 9 Geiseln rücksichtslos hingerichtet. 5 Terroristen und ein Polizeibeamter wurden bei dem Anschlag ebenfalls getötet, sodass sich die Zahl der Todesopfer auf 17 erhöhte. I stood there in the room and the chaos was incredible. Der Unfall von Ayrton Senna. Formula One and the world were struck a grievous blow. Ayrton Senna ist ein hochdekorierter Rennfahrer, der 3-mal die Formel 1 Weltmeisterschaft gewann. The desire to be ahead, to be the fastest. Als Fahrer von Williams Renault gewann Senna die ersten 3 Pole Positions der Weltmeisterschaft 1994, unter anderem in San Marino. Doch in San Marino verlor er sein Leben. Als Senna in der 7. Runde in die berühmte Tamburello-Kurve einbog, kam er von der Strecke ab und kollidierte bei 230 km/h mit der Begrenzungsmauer. Bei dem Unfall riss seine Schläfenarterie, sodass er sofort am Straßenrand behandelt werden musste. Leider waren die Verletzungen zu schwer und Senna verstarb. Ein Arzt erklärte später, dass Senna wahrscheinlich unmittelbar nach dem Aufprall auf die Mauer gestorben sei, da sein Gehirn praktisch aufgehört hatte zu funktionieren. His consummate skill, his commanding presence and his combination of talents literally made him a legend in his lifetime. Columbine. Amerika stand am 20. April 1999 still, als Eric Harris und Dylan Klebold in der Columbine High School in Colorado mehr als 10 Menschen ermordeten und mehr als 20 verletzten. Investigators say this attack appears to have been carefully planned for a long time. Damals war es die tödlichste Schießerei an einer Highschool in der Geschichte der USA und die Folgen wurden in erschreckender Weise live im Fernsehen gezeigt. Reporter sprachen vor der Schule und Überlebende wurden interviewt, nachdem sie sich in Sicherheit gebracht hatten. Das vielleicht berühmteste Live-Bild der Schießerei war der schwerverletzte Patrick Island, der aus dem Fenster der Bibliothek kletterte und auf ein in der Nähe stehendes Fahrzeug fiel. Island überlebte und wurde als der Junge im Fenster bekannt. So ikonisch war das Bild und verbreitete sich in den Mainstream-Medien. Of light and strength and courage. Hurricane Katrina. Naturkatastrophen sind ein gefundenes Fressen für das Live-Fernsehen, da die Nachrichtensender versuchen, die Zuschauer über alle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. The winds have really picked up here significantly over the last half hour. Das war beim Tsunami am zweiten Weihnachtstag so, und das war auch beim Hurricane Katrina so. Katrina ereignete sich Ende August 2005 und ist weithin dafür bekannt, dass er New Orleans traf, wo die Situation durch fatale Mängel in den Dämmen der Stadt noch verschlimmert wurde. It's hitting bad right now, Miles. Winds easily gusting to 100 miles an hour. Der größte Teil der Stadt wurde zerstört und stand unter Wasser, und die Bilder davon waren in den Medien weit verbreitet. Letztendlich verursachte Katrina Schäden in Höhen von 190 Milliarden Dollar und forderte Tausende von Menschenleben. Thousands make their way to the Superdome and Convention Center in hopes of being evacuated. Christine Chabak. Die erste Person, die sich live im Fernsehen das Leben nahm, war Christine Chabak, eine Nachrichtenreporterin, die für den Sender WXLT in Florida arbeitete. It appears that we're having some technical difficulty. Chabak litt unter Depressionen, die hauptsächlich durch ihre Einsamkeit und ihre Unfähigkeit, einen Partner zu finden, ausgelöst wurden. Kurz vor dem 30. Geburtstag war Chabak verzweifelt über das, was sie als gescheitertes Sozialleben empfand. Nachdem sie eine Party gegeben hatte, die viele Kollegen als Abschiedsparty betrachteten, nahm sich Chabak am 15. Juli 1974 das Leben. TV 30 presents what is believed to be a television first. Nachdem sie eine Reihe von Nachrichten gelesen hatte, zog Chabak einen 38er-Revolver heraus und schoss sich hinter das rechte Ohr. Der Regisseur schaltete sofort auf schwarz, aber es war zu spät für die Live-Zuschauer, die Chabaks letzte Momente miterlebt hatten. She's in critical condition in a Sarasota hospital. Tohoku-Erdbeben 2011. Eine weitere Naturkatastrophe und noch mehr Zerstörung unter freiem Himmel. Diese ereignete sich am 11. März 2011, als ein schweres Erdbeben die Ostküste Japans erschütterte. Es war das stärkste Erdbeben in der Geschichte Japans und verursachte Wellen, die bis zu 40 Meter hoch waren und sich mit einer Geschwindigkeit von fast 700 Kilometer pro Stunde bewegten. It was the largest quake ever known in Japan.
and one of the five largest recorded in the world. Durch die Zerstörung kamen fast 20.000 Menschen ums Leben und Hunderttausende wurden verletzt und vertrieben. Das Beben war auch die unmittelbare Ursache für den Atomunfall in Fukushima, über den ebenfalls ausführlich in den Nachrichten berichtet wurde und durch den ebenfalls Tausende von Menschen vertrieben wurden. Der Tsunami ist nach wie vor die teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte der Menschheit und verursachte Schäden in Höhe von über 300 Milliarden Dollar. It's been over an hour and a half and we're still seeing large tsunamis moving and hitting the area. Challenger-Katastrophe. Jedes Kind der 80er Jahre erinnert sich sicherlich an die Challenger-Katastrophe. Um diesen Start wurde viel Aufhebens gemacht, vor allem durch das Projekt Teacher in Space, da es der Lehrerin Christa McAuliffe aus New Hampshire ermöglichte, mit 6 anderen Astronauten zu fliegen. And liftoff. Liftoff. Das Projekt erfreute sich enormer Beliebtheit, weckte ein breites Interesse am Challenger-Start und löste eine kulturelle Faszination für die Erforschung des Weltraums aus. Infolgedessen schalteten sich Schulen im ganzen Land ein und erlaubten den Schülern, den Challenger-Start live im Fernsehen zu verfolgen. Doch am 28. Januar 1986 sahen sie alle, wie die Raumfähre in Echtzeit explodierte und alle an Bord ums Leben kamen. At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy. Es war eine nationale Katastrophe epischen Ausmaßes und eine, die nie vergessen werden wird. I thought it was a dream. I was speechless for a few minutes. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. 11. September. Der 11. September 2001 ist ein Tag, der in schrecklicher Erinnerung bleiben wird. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Es ist einer dieser Tage, die die Menschen nie vergessen werden, an denen sie sich genau daran erinnern, wo sie waren und was sie taten, als sie davon erfuhren. Praktisch alles über den 11. September wurde live im Fernsehen übertragen, unmittelbar nach dem ersten Flugzeugeinschlag und auch in den folgenden Tagen und Wochen. The scope of this disaster is impossible to comprehend. Geplante Sendungen und Programme wurden unterbrochen, um über die Nachrichten zu berichten. Die Zuschauer, die zu Hause zusahen, wurden Zeuge von Ereignissen wie dem Einschlag des zweiten Flugzeugs in den Südturm und dem Einsturz beider Türme in Echtzeit. Das sind unauslöschliche Bilder, die sich für immens Gedächtnis einbrennen werden. Thousands of lives were suddenly ended by evil. Despicable acts of terror. Hast du welche von diesen Ereignissen live erlebt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Over the next few days, we are going to hear many stories of desperate escapes and close calls. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.